August. August. Dann Anton der Wolf. Annabelle, die Schöne. Die Waldfrau Anneliese. Falsch. Gabi. Die Waldfrau Anneliese. Ja, Waldfrauen haben es manchmal schwer mit dem Namen, ne? Dann haben wir noch eine Waldfrau, die Annemarie. Und wir haben auch eine Flussnymphe, Astrid. Und eine Flussnymphe, Agathe. Und auch ein Baum spielt mit in dem Märchen. Der Baum heißt Antonia. Ja, was wäre ein Glücksmärchen ohne Hans im Glück? Ja, und als Vorleser konnten wir meinen Sohn David gewinnen. Ja, wir haben uns ein altes Märchen aus Turkestan ausgesucht und haben das so ein bisschen verändert. Sie werden sehen, also man erkennt es kaum wieder. Und ja, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Die Damen und Herren haben wirklich wochenlang geprobt. Und wenn jetzt mal so ein bisschen was holperig ist, nehmen Sie es nicht übel. Dann wollte ich mich ganz herzlich bedanken für die nette Kulisse hier, die wir hier haben. Und zwar haben wir einmal Frösche, weil es kommt ein Fluss und ein See in dem Märchen vor. Und da leben natürlich Frösche drin. Einen großen Applaus für die Frösche. Und da das Märchen in einem Wald spielt, haben wir natürlich auch hier noch eine Kulisse des Waldes. Ja, wir haben das Ganze einfach Theaterglück genannt und freuen sich jetzt auf ein Glücksmärchen. Gute Unterhaltung. Es war einmal ein Mann, der war mit seinem Schicksal nicht zufrieden. Es ist ungerecht verteilt auf der Welt. Gott hat es nicht gut eingerichtet. Die einen sind reich und gesund und brauchen nicht zu arbeiten und die anderen sind arm und müssen Tag für Tag so viel schuften, dass sie auch noch krank werden. Und ich habe auch viel zu wenig. Von Tag zu Tag wurde der Mann unzufriedener und schließlich beschloss er, zu Gott zu gehen und sich bei ihm zu beschweren. Er machte den Weg ausfindig, und am nächsten Morgen brach er auf. Der Weg führte ihn zuerst durch einen großen, dichten Wald. In einem Tal inmitten des Waldes begegnete ihm ein Wolf. August, wohin gehst du? Ich gehe zu Gott, um mich zu beschweren, denn er hat es nicht gut eingerichtet auf der Welt. Die einen haben alles, die anderen nichts und ich habe auch viel zu wenig. Was ist das denn schon wieder? Schon wieder einer im falschen Märchen. Das passiert hier laufend. Ich erinnere mich da an Rotkäppchen, ganz schrecklich. Aber ich habe wirklich viel zu wenig. Ich auch. Ich lebe nun schon so viele Jahre hier in diesem Wald und habe noch kein einziges Lebewesen zu fressen bekommen. Immer nur Wurzeln, Beeren, Pilze oder Kräuter. Da kenne ich mich gut aus.
Vielleicht kann Gott dir sagen, was geschehen muss, damit ich endlich ein Lebewesen zu fressen bekomme. Ich will deine Frage mitnehmen. Versprach der Mann, und dann setzte er seinen Weg fort. Er verließ den Wald und kam an einen See. Am Ende des Sees stand eine einsame Hütte, und davor saß eine junge Frau. Sie hatte ein sehr schönes, aber sehr ernstes Gesicht. Als sie den Mann erblickte, fragte sie ihn: Wohin gehst du? Ich gehe zu Gott, um mich zu beschweren, denn er hat es nicht gut eingerichtet. Die einen sind reich und haben alles, die anderen arm und haben nichts, und ich habe auch viel zu wenig. Vielleicht kannst du auch eine Frage von mir mitnehmen. Weißt du, ich wohne hier in diesem Häuschen, bin eigentlich ganz zufrieden, aber ich habe noch nie gelacht. Vielleicht kann Gott dir verraten, wie ich das Lachen lerne. Ich werde deine Frage mitnehmen. Versprach der Mann, und dann setzte er seinen Weg fort. Er stieg nun hinauf ins Gebirge und erreichte schließlich einen breiten, reißenden Bergbach. Er musste eine Weile suchen, bis er eine Stelle fand, wo er den Bach überqueren konnte. Am anderen Ufer stand ein Baum, und der Mann streckte sich aus, um ein wenig im Schatten des Baumes zu rasten. Da hörte er, wie der Wind in den Blättern des Baumes rauschte, und im Rauschen des Windes war es ihm, als spräche der Baum zu ihm. Du gehst zu Gott? Ja, denn er hat es nicht gut eingerichtet auf der Welt. Die einen haben alles, die anderen haben nichts, und ich habe auch viel zu wenig. Dann könntest du auch eine Frage von mir mitnehmen. Weißt du, ich stehe hier ganz dicht am Wasser und strecke meine Wurzeln so weit ich kann. Und trotzdem bekomme ich nicht genug Wasser. Vielleicht kann dir Gott verraten, was ich tun kann, damit ich endlich genug Wasser habe. Ich werde deine Frage mitnehmen. Versprach der Mann, und dann setzte er seinen Weg fort. Er stieg immer höher hinauf, überquerte einen hohen Pass und kam in ein hochgelegenes, felsiges Tal. Dort war der Ort, wo er Gott begegnen konnte. Und der Mann war nicht schüchtern, er brachte all seine Anliegen vor. Du hast es nicht gut eingerichtet auf der Welt. Die einen sind reich und haben alles, die anderen sind arm und haben nichts, und ich habe auch viel zu wenig. Und Gott hörte ihm geduldig zu. Schließlich vernahm der Mann eine Antwort. Oh, vielleicht hast du recht. Geh nur heim, da wird dir dein Glück begegnen. Aber sieh zu, dass du es dann auch erkennst. Daran wird es mir sicherlich nicht mangeln, erwiderte der Mann. Dann stellte er noch die Fragen der drei anderen und bekam auch darauf Antwort. Und dann machte er sich rasch auf den Heimweg.
Als er den Bergbach erreichte, rauschte ihm der Baum schon entgegen. Nun, was hat Gott geantwortet? Gott hat mir gesagt, dass unter deinen Wurzeln ein Riesenschatz liegt. Man bräuchte ihn nur zu bergen und dann könntest du deine Wurzeln ausstrecken und hättest genug Wasser. Oh, würdest du das für mich tun? Du könntest das Gold dann auch behalten. Ich will jetzt nicht ungefährlich sein, aber Gott hat gesagt, geh ganz schnell nach Hause, dort wird das Glück auf dich warten. Aber vielleicht komme ich noch mal vorbei oder ein anderer kommt. Du weißt jetzt ja, was dir fehlt. Viel Glück! Und der Mann überquerte den Bergbach so schnell er konnte und lief dann hinunter ins Tal. Er erreichte die Hütte am See. Die junge Frau erwartete ihn schon. Nun, was hat Gott gesprochen? Er hat mir gesagt, dass du wieder lachen wirst, wenn du einen Mann triffst, der dir gefällt und dem du gefällst. Oh. Sie schaute ihn an. Sie schaute ihn an und ein ganz feines Lächeln umspielte ihren Mund. Weißt du, du gefällst mir und du hast mir diese Nachricht überbracht. Bleib bei mir und wir werden es gut miteinander haben. Weißt du, es ist ja nicht so, dass du mir nicht gefällst, aber Gott hat gesagt, geh ganz flink nach Hause. Dort wird dir dein Glück begegnen. Das wirst du doch verstehen, da kann ich nicht mit dir hier stehen bleiben. Du weißt jetzt ja, was dir fehlt. Vielleicht komme ich wieder in einer Woche oder zwei oder es kommt ein anderer. Viel Glück! Und der Mann lief weiter, so schnell er konnte. Er kam in den großen, dichten Wald und dort erwartete ihn bereits der Wolf. Nun, was hat Gott gesprochen? Wann werde ich endlich ein Lebewesen zu fressen bekommen? Gott hat gesagt, dass du dann endlich ein Lebewesen verspeisen kannst, das dumm genug ist, um sich von dir fressen zu lassen. Oho! Einen Dümmeren als dich finde ich bestimmt nie wieder! Und er fraß ihn auf mit Haut und Haaren. Ja, es ist fertig jetzt. Naja, wobei, also so blöd kann man ja nicht sein, ne? Und ich mag auch keine Märchen, die kein Happy End haben. Holen wir die Darsteller doch mal zurück. Das könnt ihr doch bestimmt besser, oder? Der will ein Happy End. Soll er haben. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Möchtest du meine Frau werden? Ja, ich will. Thank you.
Gemeinsam ziehen sie weiter. Über den Bach zum Baum. Nun, was hat Gott gesprochen? Wir können dir helfen. Oh. Oh. Schau rein. Oh. Nein. Schmuck. Juwelen. Taler. Oh. Bügelbrach. Und wie? Oh. Ich freue mich. Alte Bäume soll man nicht verpflanzen. Ach, so alt bin ich ja auch noch nicht. Ihr seid so ein schönes Paar. Ich werde euch begleiten und eurer Liebe Schatten spenden. Solch ein glückliches Paar kann ich nicht fressen. Außerdem fühle ich mich so vegetarisch. Ihr kennt euch doch auch gut aus mit Kräutern, Beeren und Pilzen. Lasst uns ein vegetarisches Restaurant eröffnen. Ja! Seht, wir haben uns schon den ersten Stern erkocht. By the way.